Guten Morgen und bei Unterwegs mit Eddie. Nein, ich habe nicht hier in diesem Wohnwagen übernachtet, obwohl mir das natürlich wahnsinnig gut gefallen würde. Und warum mir dieser Wohnwagen so gut gefällt, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. So, warum liege ich hier? Auch. Es ist schweinebequem. Es ist wirklich schweinebequem. In welchem Wohnwagen ich liege, das seht ihr jetzt gleich. Aber erst wollte ich erst mal was zeigen. Ich liege hier. Stell mir jetzt vor, ich wäre campen. Wenig Licht. Ich kann nach oben gucken. Ich würde jetzt gerne mal mein Dachhäubchen hier aufmachen. Und dann muss ich bei diesem Wohnwagen einfach nur hier Knöpfchen drücken. Das Und dann geht Schiebedach geht das auf. Schiebedach auf. Oder wenn es mir dann abends zu kühl ist, kann ich es dann wieder zumachen. Also, Top of the Pops. So, und jetzt muss ich mich mal erheben. Leider. Leider, leider. In welchem Wohnwagen befinden wir uns? Wir befinden uns in einem Besser-Car 860. Wem das nicht sagt, mache ich euch keinen Vorwurf. Das ist ein Swift Elegance Grande 860, der von dem Händler hier aufgehübscht wird. Also das, was bei AMG, bei Mercedes ist, ist Besser-Car für Swift Elegance. Hier ist alles drin, hier bleiben keine Wünsche offen. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal die gesamte Reihe. Das heißt, wir zeigen euch den hier ein bisschen im Detail. Das ist der jetzt der größte und wir Das tun uns jetzt nach unten runterarbeiten. genau. Und den zeigen wir euch ein bisschen im Detail und wie gesagt, dann die anderen nur, damit ihr mal seht, welche verschiedenen Layouts, welche Möglichkeiten die hier so bieten. Wir bleiben im Schlafzimmer. Aber nur kurz. Nur kurz. Also auch hier oben mit Stoff verkleidet, hinterleuchtet, mit allem drum und dran. Und natürlich, wie für den deutschen Markt immer gewünscht, das Ganze, oh, mit Softglows. So, dann haben wir hier links und rechts die Schränke. Natürlich Auch alles beleuchtet. beleuchtet, ist ja klar. Und dann hier unten eine kleine Ablage. Da habt ihr den Lichtschalter. Ihr habt USB-Anschlüsse und ihr habt die Steuerung für das Dach. Ich zeige es nochmal auf die Seite. Mal gucken, ob ich es drauf kriege. Also, ja. Im Bett liegen und Sterne betrachten ist gar kein Problem. Ich mache mal ganz kurz. Macht er hier nicht. Okay. Was denn? Alles gut. So, und das Ganze haben wir natürlich dann auf der anderen Seite auch. Also ich habe auch ein Schränkchen. Und unten natürlich auch nochmal einen Schrank. Machen wir hier ein bisschen auf die Seite. Mit einer Schublade dabei. Und unten noch Verstaumöglichkeiten. Einfach der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Die Ablage hier aus Glas. Dann der Fernsehanschaltpunkt. Da kommt der Fernseher hier vorne hin. Da müssen die Blümchen hier das Unkraut ein bisschen weichen. Auf der anderen Seite hier drüben haben wir nochmal den, wie soll der Engländer so schön sagen, Vanity-Spiegel. Unten die Steckdose nochmal. Und rechts von der Steckdose könnt ihr schon erkennen, welche Heizung hier verbaut ist. Ist natürlich eine alte Heizung verbaut. Und ja, alles ganz normal hier. Wirklich, das Wort massiv ist im Wohnwagenbau natürlich nicht so gern gehört, aber das ist schon eine Tür. Eine anständige Tür. Ja. So, und dann geht's weiter zum Badezimmer. Also ich glaube, hier ist wirklich kein Wunsch offen. Also mir würde keiner mehr einfallen. Die Dusche, ganz normal, eine verkleidete Rückwand. Dann habt ihr hier Auch noch ein beleuchtet. beleuchtetes Fach innen drinnen, damit ihr auch euer Duschgel wieder findet. Ich zeige mal noch ein bisschen näher das Dekor. Das ist so ein Marmoreffekt. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber da braucht ihr euch keinen Kummer zu machen, dass das nass wird. Auch Fugen sind alles ordentlich gemacht, gearbeitet. Also hier ist Qualität vom allerbesten.
Das ist jetzt der Doppelachser. Natürlich ist dann hier unten ein bisschen die Aussparung für für den einen Reifen. Aber ich denke mal, man kann duschen gehen. Duschen gehen kann man. Hier oben ist der Bügel für das Aufhängen von feuchten Tüchern oder sonstigem. Hier natürlich auch noch ein. Noch ein kleines Heki, damit die Luft auch abzieht. Und ich mache jetzt mal zu. Lass meine Frau alleine. Ja, lass mich alleine, lass mich Probe wohnen. Ein großer Spiegel. Waschbecken integriert. Da unten sind dann natürlich noch Staufächer, eine anständige Heizung, Handtuchhalter. Und ich zeige das jetzt mal hier rüber noch. Ja, wenn das alles total beleuchtet ist, traumhaft. Traumhaft. Und hier haben wir dann auch noch eigentlich ein Heki drin, aber das ist ja mit der Omnivent drin. Da zieht es dann natürlich die Dünste auch noch raus. Ja, Steckdosen, sogar, oh, hier sind sogar Steckdosen. Ja, das ist die für den Rasierapparat. Die darf drin sein in englischen Wohnwagen. Und auf, müsst ihr mal sehen, auf dem Logo, auf dem Spiegel ist noch ein Logo drauf mit B wie besser K. Oh, bitte lasst mich Probe wohnen. Wenigstens nur 4 Wochen, dann kriegt er wieder zurück. Ja, wird leider nichts. Jetzt darfst du die Tür wieder aufmachen. Mach die Tür auf. Wir kommen jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Also guckt euch das Ambiente an. Da Wahnsinn. kann kein Europäer mithalten. Nee. Übrigens ist hier auch die Klimaanlage drin. Hier gibt es keine Aufpreisliste. Die gibt es nicht. Doch, ich glaube, einmal die Die Ledercouch, Ledercouch ist, glaube die ich, drin. vegane Ledercouch. Vegane Ledercouch ist, glaube ich, als Aufpreis zu haben. Das zeigen wir euch aber am Schluss, was hier noch alles verbaut ist. Also Klimaanlage ist Serie. Mikrowelle, brauchen wir kein Wort mehr drüber zu verlieren. Natürlich Serie. Natürlich auch das Modell hier Ohne Glas. ohne Glas. So, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsspielzeug. Ihr wundert euch bestimmt, oh, was ist das denn? Kann nur Licht sein. Nein! Das ist eine Dunstabzugshaube. Und zwar nicht die mit einem dicken Schalter für ein- und zweistufig, sondern Geht oder geht nicht, ja, sondern ein bisschen oder ein bisschen bisschen mehr. mehr oder ein bisschen noch mehr. Ja, und Licht. Licht, Licht Kein Licht. aus. Nahtlos integriert in das Dekor, fällt gar nicht auf. Und ihr habt es gehört, wie die zieht. Das läuft. So, der Herd. Ist natürlich das Topmodell, ne? Natürlich Grill, Backofen, unten die Schublade. Denk. Oh, da ist eine Klappe, ne? Ja gut, da komme ich jetzt nicht richtig dran. So, und dann habt ihr hier, oh, jetzt muss ich Drücken. drücken, hier oben, genau. Schublade. Auch alles beleuchtet. Hier Das wackelt nichts, hier klappert nichts, gar nichts. also falls er ein Gabel oder Messer nicht findet, mit Licht geht alles viel besser. So, soft close. Jetzt muss ich hier gucken, ist ja nicht mein Wohnwagen, noch nicht. Dann habt ihr hier mehrere Schubladen drin. Da Wunderbar. ist auch eine Ablage noch drin Das hier ist für die fürs. Spüle. Das sind aber bei jedem Engländer drin, ne? So, jetzt zeigt man noch den Apothekerschrank. Ich meine, das wäre ein Apotheker, ne? Naja, es Ne? ist keiner. Also hier auch nochmal, dann auch hier wieder mit Schubladen. Und das könnt ihr mir glauben. Hier vorne kann man das sehen. Da seht ihr ja, wie das Doppelt gearbeitet ist. gemacht. Also hier ist wirklich Qualität am Start. Und natürlich auch. Und hier oben nochmal die Besteckschublade. Und ihr seht schon, Besteckschublade mit Fächern in Holz. Das Teil ist einfach der Traum. Der Traum. Auf der anderen Seite könnt ihr auch gucken, haben wir dann den Kühlschrank. Auch hier natürlich das Topmodell, getrenntes Gefrierfach. Den Kühlschrank. Oh, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier aufkriege. Ah, hier. Warte, ich muss erst runter, ich muss erst runter. Machen wir nochmal zu. Jetzt. Und hier auch nochmal eine kleine Klappe. Vielleicht fürs Hundefutter. Ja, üblicherweise. Und hier ist dann auch noch wahrscheinlich der Tisch verbaut. Ja. Und noch zwei, drei Fächer. Fürs Katzenfutter. Man weiß ja nie, was man alles mitnimmt. So. Dann kommen wir zum Eingangsbereich.
Im Eingangsbereich habt ihr einmal, das müsste der Alarmmelder und sonstiges sein. Dann habt ihr die Steuerung. Ihr seht also schon, das ist ein 7 Zoll Display, Touch mit allem drum und dran. Ich kann hier stufenlos den Dimmer stellen und er dimmt langsam runter. Warte, warte, warte. Jetzt darfst du nochmal. Ihr seht, wie es heller und dunkler wird, ne? So, die Außenbeleuchtung, hier kann ich alles einstellen, ganz wie ich lustig bin. Daneben das Bedienelement für die alte Heizung natürlich. Ja, kompakt, 30-30. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, in welchem Wohnwagen wir sind besser. Also dem aufgemöbelten Swift Elegance Grande. So, dann setzen Sie sich mal noch auf die Couch. Ich nehme die Ecke hier. So, Das ist ein L, das ist der letzte Schrei zurzeit in England. So wie wir uns hier informiert haben. Sehr angenehm. Kann man natürlich auch zum Doppelbett umbauen, aber ganz ehrlich, das hier ist der Reisewagen für das Paar. Das weiß, was es will und wirklich mal, ich möchte es ja gar nicht sagen, den Luxus beim Camping genießen möchte. Also hier bleibt nichts offen. ich zeige euch noch ein paar Details, was jetzt bei den anderen so ein bisschen fehlt. Wie gesagt, sogar die, da ist er nochmal, falls ihr es vergessen habt, wo ihr drin seid. Und wenn er schon, ich setze mich jetzt mal zu meinem Mann auf die Couch. Und wenn ihr Fernsehen gucken wollt. Da kommt der Fernseher hin und da passt so knapp ein 40, 42 Zoll Fernseher hin. Also wir können die Brille ausziehen Ja. beim Fernsehen gucken. So. Und unten drunter habt ihr hier hinten dran nochmal so eine kleine Ablage zum Versteck. Und natürlich hier unten drin ein bisschen Elektrik. Das ist noch jetzt für die Messe ein bisschen umgebaut, damit alles beleuchtet wird über 230 Volt und Außenmachtu. Alles cool. So, Eingangsbereich mit einer Vitrine. Nobel geht die Welt zugrunde. Also da braucht man keine Silvi-Gläser, da kann man die einfach so reinhängen. Apropos, die Dame hat uns auch gesagt, wenn ihr natürlich ein Besser-K kaufen wollt, kriegt ihr natürlich auch Gläser graviert mit Besser-K. Die sind inklusive. Ist ja logisch. Wie auch anders. So, jetzt kommen wir hier nochmal in den Eingangsbereich. Lichtschalter, klar. Dann hier für alles, was man so braucht. Geldbeutel, Handy, Kleinzeug, direkt weg. Und falls ihr euch wundert, warum dieses... Feld hier leer ist. Hier kommt das Bedienteil rein für das serienmäßige E- und P-Level-C-System. Das heißt also, der Wohnwagen ist komplett ausgestattet, auch mit dem Level-C-System. Hinfahren, Knöpfchen drücken, levelt sich von alleine, alles Serie. Hier gibt es wirklich, außer ich sag mal, der Ledercouch, kein Aufpreis. Mir fällt gar nichts ein. Gar nichts. So. Und natürlich auch, ich bin ein bisschen schlecht jetzt gerade im Film, weil ich auf der falschen Seite sitze. Aber falls die Fußmatte noch dabei sein muss, ne? Teppich ist natürlich hier auch inklusive, ist bei Engländern sowieso klar. Aber ich mache jetzt noch euch noch mal einmal den Rundgang. Wie gesagt, hier Sitzbereich. Fernsehecke in klein, groß. Mann mit Vitrine. Die Küche. Küche. Und hier geht es dann weiter. Dusche. Also falls wir es noch nicht gezeigt haben. Also Tür kann man ja zumachen, dass man dann ein geschlossenes Bad in dem Sinne hat. Mit einer Anzeige hier draußen, also grün und rot, wenn man von innen verschließt, damit man auch weiß, dass jemand im Badezimmer drin ist. Ja, falls man die Frau vergessen hat oder so, keine Ja, kann ja Ahnung. sein, kann ja sein. Oh. Und dann hier nochmal Bett. Und falls sie es doch haben wir gezeigt. Dann drehe ich mich wieder rum. Und wir gehen ganz schnell einmal außen rum, soweit wir euch das zeigen können. Wir gucken den Außen an und dann gehen wir durch die verschiedenen Modelle, die es hier gibt, den 845, 835, 87 und 67. Und ich sage das nochmal, die sind im Prinzip identisch mit dem Swift Elegance Grande, den ihr in Deutschland bei Frank Caravaning kaufen könnt. Nur die Besser Car sind halt, wie der Name schon lässt, besser ausgestattet. Also richtig, richtig volle Hütte.
Okay, dann raus. Von außen unterscheidet sich der Besser-Car im Prinzip nicht wirklich von dem Swift Elegance Grande. Er hat ein leicht anderes Design hier mit den Aufklebern, natürlich den Besser-Car-Schriftzug. Ich komme jetzt erstmal von oben, dass man die britische Flagge dann vielleicht dann doch nur noch sieht. Oh, geil. Ja. Und jetzt hier unten nochmal. Besser K. Doppel-R. Und ansonsten, auch hier außen gibt es keine Wünsche, die offen bleiben. Ihr habt alle Klappen, ihr habt alle Außenanschlüsse, die überhaupt möglich sind. Das heißt, die Beladeklappe für vorne, den Barbecue-Point, Außensteckdose für Fernseher und 12 Volt und nochmal eine extra Außensteckdose, die ja auch angeklemmt ist. Deswegen war drin auch ein bisschen mit Kabels. Wir machen die Tür mal zu. Dass man das Design ein bisschen besser sieht. Ich komme nochmal von der Seite. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, und ansonsten ist er vorne ein Lichtchen, hinten ein Lichtchen. Der Rest entspricht eigentlich dem Elegance Grande. So. So, dann zeige ich euch mal noch die Aufpreisliste. Auch hier gilt wieder, wer das genauer lesen will, auf Pause drücken und dann könnt ihr in Ruhe nachlesen. Ja, ihr habt also links Swift Elegance Grande, was alles Aufpreis kosten würde. Und ich sehe schon auch das 5G-WLAN-Modul ist hier alles Serie. Und diese Modelle gibt es dann. Also 67, 87, ein Achser, 835, 45, 50 und 60 sind die Doppelachser. Die unterscheiden sich innen drin nur ganz wenig. Das seht ihr jetzt aber gleich, weil wir gehen es einmal rum. Und da ist dann da drüben der 850er. Ja, die stehen ja hier alle wunderbarerweise direkt zusammen. So, hier So. haben wir auch wieder die L-Couch Ja. mit dem kleinen Fernsehbereich. Also alles identisch, bis Küche ist identisch und dann. Moment, Moment, hier kann man dann mal die Gläser sehen. Ich hoffe, es geht ein bisschen zum Sehen. Aber wie gesagt, Die gehören natürlich dazu. gibt die Gläser dazu. Ja, ist jetzt nicht das Kaufentscheidende, glaube ich. Doch, natürlich, für Frauen ist Natürlich. das immer. Das Badezimmer ist auch ein Mittelbad. Auch mit Tür vorne und das kann man hinten auch mit zwei Schiebetüren wieder verschließen. Wir machen das mal ein klein bisschen zu jetzt. Es könnte ein bisschen dunkler werden. So, Bianca kommt mal rein. Also wir können hier auch zu zweit drin stehen, ohne dass wir uns drängeln müssen. Die Dusche ist eine Runddusche, ist ein klein bisschen kleiner, aber auch qualitativ hochwertig. Hier fehlt mir dann das beleuchtete Seifenspenderfach. Oh, das ist jammern auf höchstem Niveau. Dafür, wenn wir uns jetzt mal wieder. Ich zeige vorher noch die eine Luke. Ja. Wie gesagt, das Ding ist auch dabei. Bei uns hat es eigentlich einen anderen Namen, aber es ist ein Lüfter für rein und für raus. Ja, Omnivan. So, und dann kommt Bianca jetzt rüber, dreht sich einmal. Nein, du darfst erst darüber Achso, und ich ich gehe darf darüber. darüber. Gut. Gehen wir, gehen wir, gehen wir. So. Ganz normalen Schrank hier. Dann Ablagefach, hier schön dekoriert. Ihr habt ein Waschbecken, ein hübsches. Den Wasserhahn mit dem Swift-Logo. Hinten dran den zusätzlichen großen Spiegel, beleuchtet mit Besser-Car-Logo. Und auch da ist noch mal ein großes Hiwi. Ja, also belüftet wird das Badezimmer einwandfrei. Und in der Mitte habt ihr noch mal einen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Und unten drunter noch mal ein Schränkchen. So, und der Unterschied zu dem vorher gezeigten liegt jetzt, gehen Sie mal bitte darüber. Moment, Moment, bevor du Moment. weiterschwitzt. So, Unterschied, der hier hat dann zwei Türen zum Schlafzimmer.
Mach mal die Tür auf für dich und geh durch die andere durch. Und hier ist dann, glaube ich, ein King-Size-Bett drin. Müsste. Also das hat dann eine deutlich breiter. Das sieht auch schon so breiter aus. Ansonsten alles das Gleiche. Auch hier lässt sich das Dachfenster natürlich elektrisch öffnen und schließen. Und dann habt ihr hier oben den Fernsehanschaltpunkt mit Steckdose, mit allem, was man braucht. Und wieder das kleine Regal. Das ist der andere Besser-K. Das ist jetzt der 850 und wir springen weiter in den 845. Wir sind immer noch im Doppelachserbereich. Ja, das ist jetzt der 845er. Und wir gehen rein, dann seht ihr gleich die Unterschiede. Ich muss mich einfach mal setzen. Oft genug komme ich ja nicht in den Genuss, mich reinzusetzen. Dieser Besser-K, der 845, hat jetzt das klassische englische Raumaufteilungsdesign mit einer Face-to-Face-Sitzgruppe vorne, mit einem riesengroßen Ablage hier vorne. Schubladen. Hier kann ich dann, und das ist auch alles richtig wertig, Für Tea Time. für Tea Time ausziehen. Will gar nicht so lang verweilen. Wir gehen zur Küche. Das hier ist natürlich ein bisschen hübscher. Hier kann ich dann einmal frei meine Kaffeemaschine hinstellen. Reicht mir der Platz nicht, habe ich hier noch eine Flap, wie wir so schön sagen. Also dieses Ding zum Ausklappen, Dieses ne? Ding zum Ausklappen. Küche ist identisch. Küche ist identisch. Kühlschrank ist das gleiche. Hier haben wir dann das Fach oben noch zusätzlich dazu. Da sind auch noch ein bisschen Elektrik drin, DVB-T, normal. Anschlüsse für den Fernseher. Und für das Solarmodul, das Original und serienmäßige natürlich auch. Und auch die Klappe ist mit Softclose. Zack, wunderbar. So, dann haben wir hier auch das klassische an der Seite angeschlagene Bett. Ich wollte aber euch noch kurz das Feuer zeigen. Hier sind natürlich keine richtigen Türen drin, weil hinten kommt dann das Bad zum Vorschein. Hier ist dann dieses Klappdings da. Plissé-Gedöns, So, Gedönse. aber das Bett ist jetzt Auch. anders da. Aber es ist halt an der Seite angeschlagen, man kann es ausziehen. Ihr habt den Fernseher dann hier gegenüber mit den Boxen oben drin, wahlweise Radio, wie auch immer. Wir kriegen jetzt gerade gesagt, dass die Show um 10 Uhr losgeht. Ist nicht schlimm. Wir reden einfach weiter, ein bisschen lauter. Also Fernseher nicht ganz so groß, sonst macht ihr euch das Fernseher, das die Aussicht zunichte. Dann habt ihr hier einmal links und rechts den Schrank. Der hier ist mit Spiegel. Und beleuchtet natürlich. Ja, und auch den Spiegel kann man nochmal aufmachen. Also, ich weiß zwar nicht, was man alles an Klamotten mitnehmen muss, Und aber Steckdose und Lichtschalter habt ihr natürlich auch da drin. da kriegt er einiges unter. Ich gucke jetzt mal bei mir noch in den Jetzt gucken wir Schrank. in den anderen schnell rein. Das ist dann der für den Herrn ohne Spiegel, der weiß, wie er aussieht. Ausgleichsbehälter für den Alte. Aber auch, ihr könnt hier einiges reinhängen, habt unten nochmal die Ablagen. Platz ist hier mehr als genug. Und jetzt muss ich mich wieder aus dem Weg machen. Ne, bekomme ich, geh mal hier rüber. Das Heckbad. Nutzt natürlich dann die gesamte Breite aus von 2,45 Meter. 8 Fuß, Engländer, klar. Das bekannte Waschbecken habt ihr hier drin. Schön beleuchteten Spiegel, zwei Ablagen und dann hier auch Schränke über Schränke. Schränke. Zwar nicht die größten, aber Schränke. Von der alten Heizung natürlich dann den Handtuchhalter. Ich muss jetzt Juhu. wieder dazwischen grätschen, aber guck mal, wie schön das aussieht. Mit den Blümchen und so, das, ja. Nee, der ganze Spiegelbereich. So. So. Da ist halt das Swift Wassersystem drin. Das ist anders da wie bei uns, aber wenn man sich einmal mit auskennt, weiß, wie rum man das handhaben muss. Also keine Panik vor den Engländern. Könnte man ein bisschen hübscher machen, gebe ich zu. Aber ja, das ist dann Jammern und Nörgeln auf ruhigstem Niveau. So, dann kommen wir jetzt mal wieder zur Dusche. Ich muss in meinen Mann mal Richtung Klo. Also die Dusche ist beim Heckbad gefühlt ein bisschen kleiner als beim Mittelbad. Also es ist ein bisschen komisches, nee.
Wie sagt man denn so? Das ist nicht rechteckig. Nee, lass raus. Okay. Aber auch beleuchtet. Ja, da haben wir ihn wieder. Und da hinten ist die Dusche. So, und jetzt kommen wir mal in die Richtung, dass ich dann einmal noch die Seite zeigen kann. Geki, Omnivent, Ablage, Ablage, Ablage. Löschen. Und habe ich schon mal gesagt, dass ich heute meinen Mann nicht sehen will? Super. Und weg ist er. Oh, da ist ja auch noch ein Schränkelchen. Jetzt muss ich dann die Tür doch wieder aufmachen, sonst kann ich nicht filmen. Schränkelchen. Oh, ein Tisch. Und noch Ablage. So, das sollte es dann jetzt langsam zum 8:45 gewesen sein. Wir springen jetzt rüber in den letzten Doppelachser, der steht hier, das ist der 8:35, und gucken es den auch noch an. Dann los geht's. So, und jetzt sind wir im 8:35. Kommt einfach mal rein. Also, wir machen es jetzt ein bisschen zügiger. Gesehen habt ihr ja alles schon. Englisches Design vorne mit der Face-to-Face-Sitzgruppe. Ansonsten eigentlich identisch mit allen anderen. So, also ganz vorne, ganz normales englisches Design. Die gleiche Küche wie gerade eben schon gezeigt. Jetzt haben wir auch wieder Mittelbad. Das ist das, wie ich finde, mit dem meisten Raum hier drin. Ich mache mal jetzt alle Türen zu. Also man kann hier drin zu viert stehen. Also hallo, hallo, tanzt So, du? ihr habt also hier vorne das riesengroße mit Schrank links, Schrank rechts, der Toilette. Ihr habt die etwas kleinere Runddusche wieder. Oh, jetzt habe ich sie zugemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist der Schrank, was ich ganz toll finde, Ja. weil der ist zweiseitig begehbar. Ihr könnt hier im Bad aufmachen und da hinten ist die andere Tür. Dann könnt ihr von dort auch reingreifen. So, und der hier hat dann wieder eine richtige Tür zum Schlafzimmer. Wir machen die kurz auf, gehen hier rein. Mache hier immer noch den Schrank wieder auf, vorher. Genau. So, Also, und da was die. kommt er wieder im Bad raus. Ja, wenn ihr also mal, warum auch immer, im Badezimmer eingeschlossen seid, könnt ihr immer noch ins Schlafzimmer durch den Schrank. Ja, das King-Size-Bett. Alles wie beim anderen auch gehabt. Hier vorne dann. Das ist jetzt so noch das andere Top of the Pops, was bei dem hier total cool ist, weil vorne habt ihr jetzt nicht so viel Platz für den Riesenfernseher, aber dafür hier. Also im Bett die Enterprise von links nach rechts fliegen, hören und sehen, Ja. ist natürlich der Hammer, Wer sind Sappen, wo das Bett baut, kann dann noch mit vibrieren. Fenster habt ihr dann hier hinten nur eins und oben das elektrische Heke. Das ist jetzt der letzte Doppelachser, den wir gezeigt haben. Und Bianca springt jetzt ganz schnell durch die beiden Einachser durch und zeigt euch die noch schnell. Dafür sage ich auch nicht viel. Also gesehen und gehört habt ihr ja jetzt so ziemlich alles, welche Größe es in den kleineren Modellen gibt. Und dann müsst ihr euch entscheiden. Genau. So, ich bringe mit euch jetzt in den 87er rein. Küche. Die Sitzgruppe. Und der hat jetzt wieder das Heckbad. Natürlich alles ausziehbar, alles elektrisch. Hinten ist Bad, komme ich jetzt. Aber das Heckbad sieht ja auch identisch aus mit dem Doppelachser. Wie gesagt, das Bad, der geile Scheiß. So, und auch wieder mit Lichtchen. Guckt euch das an, wie toll das aussieht. Ich will auch einen haben. Wollte ich vielleicht einen anlecken? Vielleicht kriege ich dann einen? Na, ich glaube es eher nicht. So, dann gehe ich wieder raus mit euch. Schick, träschig. Hallo. So, und das hier ist der 67er. Und rein. Er hat jetzt das L wieder vorne. Also als erstes war ich ein bisschen abgeneigt von dem L, aber so langsam freue ich mich echt an. Hinten ist Bett und mit Mittelbad. Natürlich, da das ja ein Einachser ist, ist es kleiner alles. Aber ich sage jetzt mal, mich würde auch mal ausnahmsweise mal mit dem Einachser leben. Ja, wir stehen auch auf groß, aber
möchte auch einen. Hallo. So, da habt ihr jetzt noch die kleinsten gesehen. Ja, da ist Licht. Die kleinsten gesehen und dann machen wir uns jetzt raus und weg, weil die Messe fängt gleich an. Und wir haben noch ein bisschen anderes Programm drauf, weil wir wollen noch ein bisschen Zubehör. Wir Wollen wollen wir. noch ein bisschen Zubehör machen, weil wir haben da noch ein, zwei Sachen gesehen gehabt, was euch vielleicht auch interessieren könnte. Und wir wollen euch auch noch zeigen, was es sonst noch auf der Messe gibt. Also sagen wir mal bis Bis später. später. Ciao. Wenn wir schon hier sind, falls ihr das Heck noch nicht gesehen habt, auch mit Fahrradträgervorbereitung. Hier dann der 67er, aber die Doppelachser sehen hinten genauso aus.